Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Dark. Wir schauen mal rein und gucken, ob wir, was das für ein Spiel ist und wie weit wir kommen. Und wir sind mittendrin. Wer oder was sind wir? Das ist unser, also warum sehen wir so aus? Ich meine, ey, hat die gleiche Frisur wie ich. Ja, passt schon mal. Ja, ich sehe da Ähnlichkeiten. Was ja auch okay ist. So, aber wo sind wir? Einfach in unserer, was ist das? In unserer Wohnung? Was ist? Wie? Oh Gott, ich kann mich hinlegen. Okay. Träumen wir jetzt? Oder was ist los? Sind wir jetzt in einer Anderswelt? Hallo? Kann ich irgendwas anderes machen, außer ich kann an der Wand horchen. Na, horch? Hören wir das? Ich höre nichts. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Kann ich denn in... Also, ich würde gern nach da hinten. So, in die Richtung. Ja, das... Nö. Kann ich an den Wänden... LOL! Okay. Okay, das... Okay, cool, denke ich. Also, hier kann ich irgendwie eine Brücke bauen. Oh, okay. Also wir träumen, wir sind jetzt im Schlaf und sind jetzt woanders und gehen jetzt hier spazieren. Und drücken irgendwelche Hebel und Knöpfe und wir können an den Wänden entlanglaufen. Also können wir das dauerhaft oder geht es nur für einen gewissen Zeitraum? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Also wir träumen, können Wänden entlanglaufen und können Gegenstände aufnehmen, wie ein Zahnrad. Okay, das Spiel scheint rätsellastig zu werden. Oh, und das wird interessant. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt das Zahnrad auswähle, kann ich? Okay. Und ich muss noch zwei weitere Zahnräder mindestens finden. Achso, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier runter. Okay. Jetzt kann ich den hier... Okay. Ach, guck mal. Und jetzt kann ich das Zahnrad von da nehmen. Das ist natürlich sehr gut. Was mir jetzt gerade nicht gefällt, ist, ich komme hier nicht mehr auf die andere Seite hoch. Ist das gewollt? Ich sag mal ja. Ah, jetzt muss ich das hier einsetzen, okay. What? Oh nee, ey. Und genau so ein Rätsel sind Stevies Rätsel. Warte. Nee, das war blöd. Warte mal, wir machen das so. So. Ja, ja, dann lass doch mal los. Ja, okay, so, jetzt hier runter. Ja, 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 ja. Jetzt hier hin. Ja, jetzt dahin. Dich muss ich hier hinpacken. Dich jetzt nach da oben. Richtig? Krieg ich das Rätsel? Oh. Okay, ist ein einfaches Rätsel für mich gewesen. Also, nicht, dass die Rätsel allgemein einfach sind, aber ist halt anders. Jetzt habe ich einen Schlüssel aufgenommen. Was könnte ich jetzt mit dem? Also, ich nehme das Zahnrad jetzt erstmal wieder mit, weil wir brauchen ja insgesamt 3 Stück. Eins haben wir ja schon gesetzt. Damit ich aber wieder da hochkomme, muss ich wahrscheinlich das Zahnrad erstmal hier setzen. Glaube ich. Oder? Ja, nichts oder. Ja, nee, doch. Ich muss es hier setzen. Zahnrad. Na, jetzt bräuchte ich den Stevie, wa? Also jetzt bin ich ja schon leicht überfragt.
wie wir weiter vorgehen. Es ist unfassbar. Wie kann ich denn jetzt schon so aufgeschmissen sein? Warte mal, wir positionieren nochmal das Mikro ein bisschen anders. Wir wollen ja auch bequem sitzen. So. Warte mal, ich habe zwei Zahnräder. Wenn ich das eine Zahnrad wegnehme, dann geht die Brücke weg. Das ist blöd. Komme ich nicht wieder zurück. Eine Tür habe ich nicht? Hä? Ja, wie könnte man jetzt... Also, wie? Partout? Warte mal. LOL. Ich sag ja, man muss echt umdenken. Weil ich kann doch jetzt das so nehmen. Ach Gottchen, ey. Darauf muss erstmal einer kommen. Meine Güte. Ich sag ja. Stevie wahrscheinlich schon lange gesagt, jo, Benni, ey, lauf doch einfach mal oben lang. Dann ist doch alles easy peasy, lemon squeezy. Aber nein, ich mach's wieder komplizierter, als es ist. Und das kann nicht funktionieren. Also die Räder sind zu weit voneinander entfernt, aber sie sind gleich groß. Hä? Damit kann ich auch nichts machen. Schade. Also mir fehlt noch ein Zahnrad. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal runtergehen? Das jetzt hier nochmal so machen. Wir jetzt hier nochmal spazieren gehen. LOL! Ich sag ja. Das ist ja so ein räumlich komplett anders denken. Also das ist ja... Ist ja crazy. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte beide Zahnräder mitnehmen müssen. Also gehen wir wieder zurück und holen jetzt die zwei Zahnräder. Snibbidi Snap. Wer bist du? Wo kommst du denn her? Was wäre er denn? Ja, die Mechanik ist cool, da muss man wirklich umdenken. Ja, Junge, das ist, jetzt müssen wir hier die grauen Zellen ein bisschen anstrengen. Das ist überhaupt nicht so ganz mein Part. Dafür ist der Stevie eher da. Aber gut. Schauen wir mal. Aber die Mechanik gefällt mir irgendwo. Also irgendwo ist es cool, aber ich weiß, ich werde da schon... Also ich bin jetzt schon an meine Grenze gestoßen, aber... Hey, let's do it. Wir ziehen das jetzt hier eiskalt durch. Zack. So. Okay. Damit haben wir die nächste Tür. Was passiert hier? Okay, ich habe ein Auge und da oben habe ich ein Symbol... Ja, keine Ahnung, das... Und hier kann ich was einlegen. Lass mich raten, hier kann ich den Schlüssel einlegen? Kann ich jetzt den Knopf drücken? LOL. Okay. Was ist, wenn ich jetzt den betätige? Das war falsch. Wie kann ich denn jetzt... Also ich muss den mittleren, der jetzt hier so in der Mitte ist, den muss ich ganz nach rechts schieben. Kann ich das machen, indem ich... LOL! Okay. Das ist ja geil. Das ist ja irgendwo... warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie kriege ich ihn... Warte mal, jetzt muss ich bestimmt hier hinten lang. Den runterfallen lassen. Flupp. Jetzt wieder zurück. Warte mal, wenn ich jetzt hier runter gehe. Ja, doch. Und jetzt so rum, ne? Okay. Nice. Okay, ich habe jetzt hier noch ein Rädchen und hier habe ich aber noch ein Symbol. Nehmen wir das Rädchen mit. Strom ausgestellt. Bestimmt Spaß gemacht, die Level zu entwerfen. Oh ja. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Was seid ihr denn für Viecher? Oh no. Lass mich raten, ich darf nicht in den Lichtkegel. Ey, die haben eine Waffe. Mach mal das Licht aus. Ja. Hab ich. Habe ich? Mach du bitte das Licht aus, bitte. Danke. Ganz schnell weg. Okay. Jetzt kommen wir wieder zurück und können alle Zahnräder einsetzen. Dann dürfte sich die Tür
öffnen. Oder? So, einmal hier wieder die Brücke bauen. So, Zahnrad. Klimperklimp. Nochmal Zahnrad. Klimperdamp. Und nochmal Zahnrad. Okay, und jetzt macht sich... Freunde, Freunde, wir können easy, so, muss nicht, kann ich, okay, danke. Bin ich jetzt wieder, warte mal, bin ich jetzt wieder in meiner Wohnung? Kann ich wieder zurück? Nee. Hey, wir sind ja jetzt wieder... Okay, ich könnte wieder schlafen gehen. Will ich das? Kann ich hier irgendwas? Okay. Wir müssen anscheinend wieder schlafen gehen. Jetzt mal blöd gefragt, war das das erste Kapitel? Und jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, ist es ein weiteres? Ja, wir probieren es aus. Jetzt machen wir wieder eine Out-of-Body-Experience. Und sind wieder ganz woanders. Okay. Wer kommt da jetzt? Ist das die U-Bahn? Schnell hier durchrennen. Ich weiß nicht, wie lange es hält. Okay, wir sind an einer Train Station. Cool. Wo sich einfach der Fahrplan andauernd ändert. Auch okay. Okay, kann ich... Oh, fuck. Ist das jetzt... Warte mal. Ist das euer Ernst? Wer soll denn damit noch zurechtkommen? Ich komme... Also, okay. Wait a second. Okay, hier fehlt mir ein Hebel. Verdammt. Hier. Wir probieren mal dieses Muster. Ich habe ein bisschen Angst vor den Zügen, ne? Also wenn jetzt andauernd irgendwelche Züge hier vorbei steppen, dann ist schon nicht so schön. Was bist du? Ein kleiner Schlüssel. Na, das ist doch mal angenehm. Jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel gefunden. Okay. Wo auch immer dieser kleine Schlüssel reinpasst. Gut, wir probieren mal jetzt das Ding hier. Geht das so? Ja. Und hier haben wir eine alte Uhr. Ein Schlüssel und eine alte Uhr. So viele Möglichkeiten, ja. Es ist nicht so einfach. Was kann ich denn jetzt mit dem Schlüssel und der alten Uhr machen? Also ich kann die ja bestimmt jetzt hier nicht einsetzen, weil macht ja gar keinen Sinn. Also warum auch? Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach mal an die Wand klettern? Ja, das macht auch keinen Sinn, ne? Nee, das ist Blödsinn. Kann ich jetzt aber hier... Warte mal, ich kann jetzt hier oben langlaufen. Ja, nice. Ey, dieses Umdenken, wer kommt denn auf... Also, mega, aber... Alter, das ist ja fiese Nummer. Fies. So, hier haben wir jetzt bestimmt... Nee, Streichhölzer. Okay, wir haben immer noch keinen Hebel. Was mache ich mit den ganzen Gegenständen? Ich finde es bisher ja auch mega. Also, ja, aber... Das zerstört gerade komplett meinen Kopf. Also, du musst ja wirklich um verschiedenste Ecken denken. Aber irgendwo macht es Spaß. Bin ich ehrlich, also ist schon nice. So, warte mal, wir bleiben jetzt mal bei dem. Mal gucken, was können wir denn jetzt hier machen? Hier sind wir jetzt ja auch auf dem Kopf. Lol. Lol. Jetzt habe ich hier die Brücke. Ah, damit konnte ich jetzt die Brücke öffnen. Jetzt kann ich zurück, um dann quasi wieder mich richtig hinzustellen. So, warte. Und zwar so.
Jetzt kann ich das wieder wechseln. Nein, 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 nein. So. Und die Brücke müsste ja noch bestehen, oder? Ja, geil. Und jetzt weiter. Streichhölzer. Okay, wir machen erstmal einen Brand. Als ob das auch so, so easy abbrennt einfach, ne? Ohne dass jetzt hier alles... in Schutt und Asche geht. Ja, die Uhr wird mir... Also, okay. Ist aber eine sehr große Uhr. Buchstabe T. Lass mich raten, der Buchstabe T kann als Hebel verwendet werden. Damit können wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück und den Hebel setzen. Richtig? Ja, nice. Und jetzt können wir hier wieder durch. Okay. Wo, also. Jetzt sind wir schon wieder bei uns in der Wohnung. Also, krass. Warte mal. Also, ja, kann man machen. Hat sich hier irgendwas verändert in meiner Bude? Nee. Na gut, dann legen wir uns wieder hin und gehen eine Traumwelt weiter. Also, ich bin auch der Meinung, dass das ja mehrere Traumwelten wahrscheinlich sind. Ne? Jedes Mal, wenn wir uns hinlegen, ist es dann eine Traumwelt, die wir tiefer in irgendein Unterbewusstsein gehen. Und da ist eine Hand, die sich so ein bisschen bewegt. So, so Inception-mäßig, ne? So von wegen von da, nach da, nach da, nach da und so. Also, ist jetzt nur eine Theorie. Ich kann die Hand mitnehmen? Eine abgetrennte Hand. Neuer Gegenstand gefunden. Okay, cool. Cool, 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 was wir auch immer mit der Hand machen. Ich gehe mal von aus, wir müssen mit der Hand da versuchen, da oben ranzukommen. Kann ich die Hand jetzt... Nein. Ich wollte gerade fragen, kann ich die Hand jetzt wieder mitnehmen? Ist denn jetzt? Jetzt kann ich meine Laufrichtung ändern. Okay, 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 okay. Komm, wir gucken aber erstmal. Ja, das ist. Also, es wird noch spaßig. Okay, also hier haben wir sonst nichts weiter. Erstmal in der Sicht. Heißt, wir wechseln jetzt erstmal in die andere Sicht. Und zwar in diese. Kann ich hier rüber klettern? Nee, kann ich nicht. Hier, also. Okay, was macht das? Okay, hiermit kann ich irgendwas bewegen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich kann damit irgendwas steuern. Genauso wie hier, okay. Und hier fehlt mir ein Zahnrad oder sowas. Was wir natürlich noch nicht haben. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Aber, warte mal, die und die Richtung müsste doch dieselbe sein, oder nicht? Nee, weil wir hier natürlich andere... Ah, weil wir hier eine andere... Okay, 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 verstehe, verstehe. Weil wir hier eine andere Sicht haben, können wir jetzt quasi mit dem Auto interagieren. Okay. Verstehe. Und vielleicht gibt es ja jetzt hier hinten noch eine andere Hand. Was ist das? Eine Autobatterie. Okay, was kann ich jetzt mit der Autobatterie machen? Kann ich damit irgendwas ansteuern? Hier könnte ich eventuell eine Autobatterie hinpacken. Aber warte, wir gucken uns erstmal noch die nächste Geschichte an. Okay. Lol. Oh no. Oh no!
Das war jetzt aber mehr Glück. Ihr Wichser. Ich wollte gerade sagen, war jetzt aber mehr Glück als Verstand, aber... Wie soll ich denn sonst anderweitig da hinkommen? Also warte mal, wir können ja den hier nochmal schließen. Ich kann auch nicht dran vorbei. Also... Jetzt ernsthaft? Okay, das... Wer ist er denn? Ich kann mich verstecken, oh no! Aber, kann er mich sehen? Oder hört er mich nur? Auf jeden Fall ist er... Auf jeden Fall hat er Hunger. Er hat lange nichts gegessen. So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Wenn ich jetzt renne? Ohne dass er... Okay, da ist die Hand. Ohne dass er mich hört. So, damit hätten wir eine zweite Hand. Damit kann ich nichts... Oh nein, ich muss auch dann irgendwann wieder zurückkommen, weil ich muss hier... Oh no! Das heißt, ich muss das Rätsel nochmal lösen. Weil die Tür sich ja dann wahrscheinlich wieder verschließt. So wie ich mein Glück kenne. Okay, okay, okay. Also machen wir jetzt erstmal den Creepy hier. Naja, mach mal. Jetzt verstecken wir uns. Trinken einen Schluck. Wichtig, trinken nicht vergessen, Freunde. Ey, wenn ich jetzt wieder rausgehe und das Tor schließt sich, nur weil ich durch diese Dinger da gehe, das wäre nicht so optimal für mich, muss ich sagen. Okay, sie schließt sich nicht. Das finde ich schon mal... Das ist okay. Das ist fair. So, jetzt können wir nämlich hier einmal die zweite Hand setzen. Ne? Hopp. Snippe snap. Wir brauchen noch... Ey, wir brauchen noch weitere Hände. Hier können wir, glaube ich, jetzt die Batterie einsetzen. Zack. Damit ich das Ding hier... befeuern kann. Lol, das ist mit einem Zeitintervall. Willst du... Okay. No! Jetzt! Jetzt geht es ja auf Zeit. Ich raffe ja nicht. Das ist ja... Okay, 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 okay. Okay, was auch immer ich gerade hier gemacht habe, es hat funktioniert. Cool. Lief ganz gut. Aber dass du dann auch erstmal hier wieder zurück musst, ne? Und dann erstmal die Sicht drehen musst, das ist, das war auch tricky. Aber auf irgendeine Art und Weise macht es echt viel Spaß gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ne, ich bin ja sonst nicht so der Rätselman. Auch nicht der Rätselmain. Aber das ist... Das gefällt mir. Also, das Spiel ist schon... Ist, krass. Krass, 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 krass. So, jetzt lass mal gucken. Haben wir jetzt... Hat sich hier jetzt was verändert? Nee. Hier kann ich immer noch nichts bewegen. Okay. Wir waren, glaube ich, aber noch nicht hier in der Ecke, wenn wir quasi so stehen. Wir sind nämlich nur nach links gegangen. Wir sind nicht nach rechts gegangen. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Ah, okay, okay, okay. Also, wir packen das mal ganz nach oben. Weil da rutscht der... Nein, nein, nein. Hey, hör mal auf. So, jetzt ganz schnell wieder hier hin. Zack, hier ran. Flup, flup. Runter. Schnell hier hin. Greifen. Greifet. Ein Autoschlüssel. Ja, 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 ja. Autoschlüssel hatten wir vorhin nämlich in der Ansicht. Da konnte man nämlich hier an den Käfer ran, um aufzuschließen. Und hier haben wir eine Kurbel. Okay, warte mal. Brauchen wir da hinten doch kein Zahnrad, sondern eine Kurbel?
in der Ansicht. Und zwar hinten beim... bei dem Bösewicht hier. Ich glaube, dann kriege ich das Tor. Kann ich das denn aufkurbeln? Geht es denn auf? Also... Wobei, ich glaube, das war... War das ein Kurbelanschlag? Nee, ne? Wir probieren es aus. Worst case haben wir einfach nur Zeit vergeudet. Ah doch, guck mal hier. Schau mal an. Ist doch richtig. Ein Uhrzeiger. Hä? Was mache ich jetzt mit dem Uhrzeiger? Wir gehen jetzt hier hinten hin und gucken, ob wir hier die Zeiger anbringen können. Ja. Und jetzt? Achso, ich muss... okay. Ach du... Ach, hey. Okay, warte. Nee. Nee. Doch, warte. So. Dann... Nee, auch nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Nein. Shit. So, jetzt muss ich den... Warte mal, kann ich den jetzt so und den jetzt so... Ja. Damit er... Ja, genau. Runter geht. Wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber die Rätsel sind, glaube ich, auch genau mein Niveau. Obwohl das echt ist knackig. Ist knackig. Jetzt haben wir aber, glaube ich, die letzte Hand. Ja, habe mich natürlich genau in die falsche Richtung gedreht. Egal. Und jetzt können wir doch hier die letzte Hand ansetzen. Und... Aha, jetzt geht es hier runter. In eine Höhle. Und wir sind wieder in der Küche? Oder wo landen... Wir sind wieder in der Küche, beziehungsweise Badezimmer. Nicht Küche, Badezimmer. Die letzte Uhr war ja ziemlich riesig. Ja, die... Also nicht nur die Uhr, sondern auch die Armbanduhr war ja auch sehr dezent klein. Haben wir als Brücke genutzt. Super.